Ja, da heute Sonntag ist, spielen wir heute mal eine Runde Montagsmaler. Kennen ja, kenn liegt auf der Hand, weil morgen ist Montag und alle wollen daran erinnert werden. Das ja, ist ganz klar. Genau. Jeden Sonntag das schönste Gefühl, oh, morgen wieder los. Guck mal, ich habe hier deinen Freund Harvey auf deiner Schulter. Ich finde, das sollte da sitzen bleiben. Das ist so. Oh, Gesundheit! Gesundheit. Dankeschön. Gesundheit! Oh, guck mal. So. Gesundheit! Seid ihr noch in Minecraft gerade? Anne, du bist auf Facebook, ne? Ja, auch. Easy going, viele Grüße. Ja, genau. Bestell mal schöne Grüße. Nach Einbeck. So, und du bist noch in Minecraft, ne? Hier wird fleißig gebaut. Kannst auch mitbauen, wenn du willst, ist gar kein Problem. Nee. Wir machen jetzt ein bisschen Montagsmalerei. Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Die anderen müssen ja raten. Wir müssen ja alle raten. Du musst das malen. Ich male und ihr ratet. Okay, ich bin Zeichner. Zeichnest ich habe keine Wii U, deswegen. Und ihr könnt natürlich auch mitspielen. Einfach auf Zeichner und okay. Ich drücke. Achso, ich brauche dieses Pad, diesen Stift. Ach wo so. Ist der Stift? Nee, brauchst du nicht unbedingt. Denk der da. Sagt, ich brauche einen Stift und ich kann selber nicht drücken. Ach komm, ey. Das ich habe keine Wii U. Ich weiß auch nicht, wo der Stift ist. Eigentlich, aber. Ist der ist hinten drin. Bitte was, Rumpel? Hinten müsst ihr. Schön. Oh Gott, der Rumpel. Alter, Rumpel! Den darf man kein In ihr geben! Wenn ihr hören könntet, was der uns die ganze Zeit auf Ohren. Ich verrat's einfach mal. Der hat gerade gesagt, der ist bei mir hinten drin. Das stimmt doch gar nicht. Du lügst ja. Saraza? Ja, er lügt nicht. Ich hab das nämlich auch. Tut mir leid, Rumpel, du geile Sau. So, ich wähle Zeichner. Ich kann aber nicht zeichnen. Sehr schön. Aber du ich bist doch ein wunderbarer machen. Zeichner. Doch, ja, du musst eh der Zeichner. Konnte nur okay machen. Spieler okay. 1 ist Mach ein Foto, Alter. Ich sehe gerade aus wie irgendein Späthippie. Nee, ist lustig. Das wird dann Warte. Gleich mit so richtig coolen... Ja, mach schon, komm. So, das geht genau. Oder so. Das geht natürlich auch. So, was soll ich machen? Ich mach Obelix, komm. Mach mal den Harald-Glöckler-Modus. Der Glöckler-Modus? Was ist das? Wer ja, dieser, ist dieser mit diesem. Der ist doch hier, der. Schönheit. Da. Boah, Alter, das sieht aus wie eine Transe. Okay, ich bin eine Transe. Kein Wunder, dass der Rumpel das sehen wollte. Das war mir klar. Ach, kann man sogar noch wechseln. Da sind so schöne Sternchen drauf. Guck mal, gibt es noch verschiedene Sachen. Das Ach, wusste das ich gar cool, ja, ist echt cool. Eigentlich Mann. Geil. So, ist ja, egal. Wie kann ich jetzt. Jetzt kann ich zurück. Nee, jetzt hast du nein. Ach, jetzt muss ich wieder ein Foto. Musst du bestätigen. So, jetzt möchte ich gerne also entweder den hier oder gerne auch den da. Alter, ich pack ins Essen, Alter. Kann ich jetzt Start machen? Wie kann ich jetzt Start machen, verdammt? Das jetzt nicht ins Essen. Ach so, ja. Einverstanden, klar. Ich war nie so einverstanden. Sieht aus wie mein Passfoto. Mach ein Foto von Spieler 2, Sari. Okay. Mach mal ein hässliches. Da ist ja voll gelungen. Alter! $20, komm, $20. Wenn ich das nehme, $20? Du kleine Boy-Transe. Also, wenn ich das kriege, nehme ich nur $20, guck mal, ist auch cool. Da gibt's echt viel, das sieht cool aus. Das ja, ist aber so cool, ist ja nicht lustig. Jetzt musst du. Alter, wir haben den ähnlichen Lippenchirurg. Wie bestätige ich es jetzt? Einfach nochmal draufdrücken. Hier der Glöckler-Modus, hier. Huch. Oh, nee, ich glaube, das gibt uns. Achso, es gibt nee, es sind drei Nein, Spieler, klar. Hier. Du musst gleich malen dann und wir raten. Okay. Schön. Ja, total. So, was geht hier noch so? Sieht aus wie Vario. Ja, entweder Schönheit oder Fresse ziehen, ne? Fresse ist super. Nein, ich nehme den Bart. Ah, der Bart ist auch gut. Du musst nochmal draufklicken, gerade einmal auf den Bart, glaube ich. Den Bart? Ja, genau, damit das bestätigt. Komm, kann ich auch machen eben für dich. Ist schon. Super. Manu, wir sind gespannt auf deine Fotowahl. Ist immer noch in Minecraft, der Manu. Boah, jetzt wird es hier aber warm gerade, ne? Oh. Ja, es liegt daran, weil der Rumpel in der Nähe ist, der warme Bruder. Der dünstet das ja auch alles über das Ding aus. Ja, komm, mach's nicht so spannend, mein Lieber. Ja. Ich feier das. So. Ah, oh, schön. Okay. Also. Ich fand den Markus eben mit dem Glückler-Modus so super, mit dem Schönheit-Modus. Hast du eben gesehen? Nee. Den Markus nein. eben mit dem Foto zum Testen gemacht. Guck mal, da richtig geraten, berühre richtig, dann den Spieler mit der Lösung. Berühre auslassen, okay. Ihr müsst also alle eure Dinger da. Ihr könnt natürlich auch mitmachen. So, Touchpen ist bereit, Start. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich mitmachen jetzt, oder was? Machen wir das? Spieler 1 ist an der Reihe mit Zeichnen. Berühre Start, wenn du dabei bist. Ja. Ach du Scheiße, okay. Zeichnest du einfach irgendwas, oder? Müssen wir nur das Pad irgendwie aktivieren, nochmal so?
Mehr kann ich dazu. Satellitenschüssel. Ja. Nee. So, ich spiele euch mal ein bisschen Reggae-Musik dazu ein. Genau, ihr könnt natürlich mitraten, wenn ihr wollt. Es ist eine Kartoffel mit einer Nadel dran. Nein. Alter. Reißzwecke. Ähnlich. Eine Pinnwand. Ah, Heftzwecke? Ja. Sauber. Ja. Heftzwecke? Du bist Spieler... Richtig hat es leider Spieler 2. Heftzwecke. Also nicht leider natürlich, aber... Ja. Was? Ja. Ach du Scheiße. Jetzt wäre ich ja dran eigentlich bezeichnen. Na, ich muss jetzt Wort 2 machen. Ach so, okay. So. Ah, du zeichnest 2. Das ist ja richtig cool. Ihr könnt natürlich auch mitmachen, liebe Freunde. Schreibt es doch in die Kommentare, damit ich es direkt weiß. Zitrone. Ja. Ja. Du machst doch nicht mit, du Blödi. Ach so. Verdammt, jetzt kann ich ja Rumpel gar nicht sagen, ist richtig. Du, siehst du das hier etwa drauf? Nee, ich sehe alles. Also okay. nicht das auf dem Pad, sondern nur das, was auch die Leute im Stream sehen. Okay, dann gebe ich den Punkt mal der Dame. Aha. Ist einfach, oder? Ja. Sehr gut, sehr gut. Gute Entscheidung. Okay. Ein Blatt Papier. Ein Tisch. Ein Bett. Ein Radiergummi. Ein Dominostein. Domino. Ja! Ach. Oh, Dominostein. Hat die Dame schon wieder richtig. Obwohl, das war schwer. Da werde ich nicht, ob Manu oder... Nee, die Dame war schneller. Hat's aber zuerst gehabt. Ja. Okay. Oh Gott, wie soll ich denn das jetzt? Oh, das... Stuhl? Nee, warte, ich mach nochmal neu. Stuhlgang? Ja, war ein Stuhlgang. Ein Karton. Umzugskarton. Haus. Hochhaus. Ja, das ist... Reihenhaus. Und dann hier so... Antenne? Aus ja. Antenne? Krass. War richtig. Unfassbar. Pff, boah, das kann ich nicht malen. Was ist das für eine Scheiße? Komm, nur so 90 Sekunden. Muss ich auslassen. Nee, das muss ich auslassen. Was? Ja, jetzt vorbei. Wie Fernbedienung? Was ist das für ein schönes Wort? So, du bist dran, wenn du möchtest. Ja, mach ich. Probier ich mal. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ach du Scheiße. Das ist ein cooler Spiel, ne? Das ist echt schwer. Zettel. Nee. Ein Haus. Alter, das sieht schon scheiße aus. Was? So, warte, ich mach das anders. Mach das anders. Ein behinderter ein Vogel. Zahn. Ein Fisch. Ein Fisch. Ja. Stäbchen. Fischstäbchen. Fisch. Fisch. Was ist das? Fischernetz. Nein. Ist echt schwer zu machen. Also, der Fisch ist schon mal ganz gut. Fischgeruch. Ah, wie kann ich das denn malen? Ey, das ist doch unmalbar. Schrittmock. Nee, guck mal hier. Schweinefisch. Steckdosenfisch. Fischauge. Ja, nee. Mit dem Fisch leider schon ganz gut. Fischdose. Dosenfisch. Nein, sowas. Also, was mit Fisch zu essen? Fischfilet. Fischsalat. Was gibt's denn mit Fisch zu essen? Ich kann das nicht ich anders sagen. Krustenfilet. Nein, bestellt man auch manchmal. Sushi. Ja, genau. Das hat er echt gesagt. Das habe ich gar nicht mitbekommen, sorry. Und dann ist das richtig. Und dann geht der Punkt an Manuel. Das habe ich gar nicht mitbekommen. So, Wort 2. Jetzt bin ich gespannt, das macht voll Spaß. Ja. Wellengang. Meer. Strömung, See. Ich finde übrigens, dass der Manuel in seinem Thumbnail unten rechts so ein bisschen wie Duck aussieht aus der Zeichentrickserie. Das stimmt absolut. Schwimmbad. Badewanne. Ein Pool. Hochsprung. Ein Springbrett. Swimmingpool. Nee, das ist doch vielleicht zu... ich mach das nochmal neu. Ein Steg. Turmspringen. Geldbörse. Sushi. Nee. Nein. Torte. Nein, ihr wart schon richtig eigentlich eben in der Richtung. Ein Pool, ein Gartenpool. Ein Steg. Ja, was gibt's denn so noch? Schwimmbecken. Nee, ja, so Garten, gern. Teich, Garten, Planschbecken. So ein Eimer hier. Was? Komposthaufen. Hier kann man so einen Eimer rein. Ein Galgen. Ja. Ja, denk doch mal nach. Was gibt's denn, wo man Brunnen. Einen Eimer rein tut? Brunnen, genau das ist ach, es. Ach so, Alter. Das sieht doch nicht aus wie Brunnen. Alter. 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 Es ist doch ganz eindeutig, dass der Brunnen, wie er immer von Blizzard in seinen ganzen Spielen gezeichnet wurde. Ja, das... Ja, eigentlich hätte der, so, der Manuel jetzt noch einen Punkt bekommen. Ich habe aussehen auf Auslassen. Auf, die Zeit läuft. Ah. Okay, schnell. Jetzt geht's ja, los, okay, jetzt geht's was, los. Was muss ich tun? Oh Gott. Boah, Alter, mein Bein schläft ein. Es geht hier hoch und dann wieder runter. Rutsche. Ja, genau. Boah, das wäre super. War denn jetzt richtig? Muss ich auf richtig und dann? Ja, dann wäre Gronkh hatte zuerst, glaube ich. Okay. Richtig, das ging schnell. Ah, war aber schwer, Sushi zu malen? Eis. Ja, aber nicht das hier. Eiswaffel. Hörnchen. Ja, Eiswaffel war richtig. Ja. Sehr gut.
Okay. Oh, das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Nase. Nasenpopel. Popel. Nasenhaar. Nasenhaar. Achso. Genau. Okay, weiß. Das wäre ein Hübsch. Oh, du kannst auch richtig gut. Naja. So, der Sari. Okay. Boah, ja, was der Profi, ist das denn? Oh Gott. Okay. Ja, manche sind krass, ne? Hier sind, ja. Ein Running Man. Gehhilfe. Forrest Gump. Krücke. Beinschiene. Ja, genau, Krücke. Ach so. Alter Schwede, cool. Sehr gut. Ihr seid gut. Oh Gott, das ist jetzt echt ein bisschen schwierig. Mühle. Das ist hier so ein... Schwengel. Nee, nee. Puppe. Die ah, ja, ja, wie heißt die noch? Ja, genau. Handpuppe. Genau, dieses Hampelmann. Hier heißt die noch. Marionette. Ja, genau. Ach, Rumpel. Kann aber Rumpi kein Punkt. Mach doch nicht immer mit. Wer kriegt den macht denn aber hin? So Spaß. Ja, aber wer kriegt denn dann den Punkt? Der Manuel natürlich. Ja, hatte ich jetzt auch gemacht. Verdammt. Okay, das ist einfach. Das ist hier so. Torte. Obwohl, Hut, so einfach Rommel. Ist das gar nicht. Ich merke gerade, das ist, Ventilator. Saturn. Nee, Zauberkugel. Ja, so ähnlich. Wahrsagekugel. Ja, genau. Ach, krass. Ach du Scheiße. Das wird immer lustiger. Bart. Rumpel. Rumpel mit Eiskugeln. Nee, nicht ganz. Hut, Nase, Pinocchio. Dieses Turban. Ja, genau. Ah, okay. Turban. Ich wollte gerade Rastermütze sagen. Boah, du bist richtig gut, du. Ja, ja, die zeichne ich allen weg. Naja. Malst du privat? Ach nee, ein bisschen, ja. Konzentrieren, ich wollte dich jetzt nicht stören. Macht nichts. Fischauge. Das wird jetzt schwierig. Ach, das ist blödsinnig. Moment, hier, warte. So. Machen wir schön. Brille. Merle. Haare, Kraushaare. Locken. Das ist schwer, ja. Haarpracht, Prachthaare. Rasterlocken, Afro. Dauerwelle. Darf ich einen Tipp geben? Eine ja, bestimmte klar. Farbe, aber die kann ich schlecht darstellen. Schwarz, blond, grün. Nein. Braun. Nein. Silberlocke. Das muss doch rot sein. Grau. Grau. Graue Haare. Weiß. Weißes Haar. Ja, komm, weißes Haar, das kann man gar nicht darstellen. Spieler 4 ist an der Reihe. Was war das denn im Hintergrund? Nicht, nicht auf Start drücken, du musst direkt weitergeben. Warte, komm, Walle. Also, Manu, schnell! Hier, bitte schnell. Ach komm, wir sind ja jetzt hier nicht in der Competition, heute geht's ja um Frieden. Eben. Ach du Scheiße. Competition, Competition. Frieden. Competition, Competition. Frieden. Was willst du denn auf Tischen? Lippenstift? Hundepenis? Entschuldigung. Das ist voll schwer. Das ja, manche Begriffe sind auch echt hart zu zeichnen. Mit dem grauen Haar, weiße Haare. Weißes Haar, wie willst du das denn malen? Ja, weißt du so, das ich habe auch eine Farbe als Tipp. Okay. Okay. Eine ist das eine Nase? Monobraue. Rumpels Gemächt. Eine Glocke? Nein. Ist viel zu klein. Nasenpiercing, was ist das? Ist das überhaupt eine Nase? Pinsel. Lass es aus. Pinsel hatte ich noch. Haarpinsel, okay. Habe ich gesagt gerade noch. Ja, der hat auf Auslassen gedrückt. Echt? Voll lang. Ja, habe ich nicht gehört. Schlimm. Sieht genauso aus. Nicht ganz. Nasenpopel. Nase war richtig, oder was? Ich habe Nasenhaare und Nase gesagt. Ich habe Nasenpopel und Nase gesagt und Nasenhaare. Ja, komm, gib dir den Gronkh. Nase überhaupt? Der Gronkh hat sich ihn verdient. Ich dachte, es kommen wieder die Haare, weil die unten rauswachsen. Wieso macht ihr alle Nase fette Nasenhaare? Was ist da los mit euch? Ein Luftballon. Spiegel, Handspiegel, ein Handbürste. Mensch. Bürste. Eine Krawatte. Zahnbürste. Ein Handspiegel. Totschläger. Du musst schon noch weitermalen. Sonst komme ich da nichts weitermalen. Ein Badmintonspiel. Pfanne. Aber eine Pfanne. Ist zum Schaufeln. Eine riesige lange Schaufel. Ein Sieb. Ein Sieb. Das kann alles sein. Zeit ist abgelaufen. Ein Löffel. Zum Schaufeln? Ja. Alter, das ist mein Essen. Nicht schaufeln. Hui. Boah. Hast aber richtig abgeräumt. Boah. Da bin ich der Letzte. Ah, guck dir das mal an. Frauenpower. Aber richtig gut. Muss man auch sagen, hast du verdient. Was ist die Beste? Zeichnet einfach wie ein Weltmeister. Ohne Scheiß. Echt, war super. Richtig gut gemacht. Ein lustiges Spielchen. Cool. Ne? Können wir mal öfter machen. Schwer, genau. Sehr schwer. Rumpel, machen wir noch eine Runde oder wie sieht's aus? Du hast ja so einen dichten Plan heute. Nee. Ich muss jetzt wieder zu meinem Freund, dem Sheldon, Robo, Cooper. Ach so.
Und dazu muss ich auf den Chrome. Und jetzt logge ich mich mal wieder meinen mein schönen Freund an. Mein Indie ist wieder ausgegangen, merke ich gerade. Weil der Rumpel, der will uns irgendwas geben, habe ich gehört. Munkelt man. Eine Krankheit wahrscheinlich, eine Geschlechtskrankheit. Ja, nee, Trip. Deswegen fahre ich ja mit dem Robo hin, weißt du? Weil der macht so schon einen kleinen Trip, bevor nein, da kommt wir einen vom Rumpel zurück, kriegen. Ich weiß das genau. Guck mal, jetzt bretter ich hier lang. Ey, richtiger so. Turbogang. Guck mal hier. Einmal hier, komm, 180 einmal, muss sein. Wie heißt das Spiel? Das war Montagsmaler natürlich, fragt Wirt gerade. Und ich fahre ja immer durch diesen Roboter, muss ich ja sagen. Ja, das ist einfach super. Guck mal, ich mache gerade einen 180. Hier so, yeah. Und weiter geht's. Aber 360 war das ja gerade schon. Aber jetzt baller ich hier durch einfach mit vollem Karacho. Kostet ja nur 2500 Euro das Ding, ne? Man hört immer, wenn Rumpel den ins In-Ear spricht übrigens. Finde ich gut. Aber dann habt ihr auch die ganzen perversen Sprüche gehört. Cool. Oh, ich bleib irgendwo hängen. Ist ein bisschen verzögert. Lass doch mal den. Guck mal, da rennt der Marco. Oh. Nicht gegen die Wand fahren. Ich Alter. Ich sehe nichts. Bams. Ja, ich musste da so hoch, weißt du? Guck mal, du kannst dich jetzt da rüber steuern. Guck mal. Nee, ich will ja jetzt rechts. Ich muss ja in die Regie reinfahren. Ja, ach so, über das Bild gerade hättest du gut sehen können. Ach ja. Voll professionell der Mauszeiger. Guck mal, da liegt der Rumpel rum. Hallo Rumpel. Boah, geil, in der Hängematte, die Sau. Ich fahre mich mal zu dem runter, wenn ich dann runterfahren kann. Pass auf, der macht gleich mit dem Roboter rum. Oh, der was hat der uns denn da gegeben? Der leckt ja gleich über das Pad, über die Pad. Was ist das denn? Sind das Sonnenbrillen, Kondome? Ich. Sonnenbrillen? Oh, kann sein. Wo fummelt der denn schon wieder rum? Ich soll halt näher kommen, damit der... Oh, wo fummelt der denn? Ja, guck dir mal an, wo der... Der geht gleich wieder in den Sack. Der geht gleich wieder in den Sack, der Rumpel. Wo fummelt der die Robos, weißt du? Ist ja, echt krass. Ist unglaublich. Ja, guck mal hier, mal Harald ganz kurz zu sehen. Ja, hier Ton, yeah. Ja. Schön. Mal, ich kann den irgendwie nicht drehen. Viele Grüße in die Regie mit Winken und so. Mein Robo hängt fest. Ach ja. Guck mal hier, fahren wir noch einmal durch die Regie. Guck mal. Ja, Rumpelstiefelette. Christian. Ach, cool. Und hier wieder der Arno und der Niki da hinten. Niki, der nie im Bild sein will. Niki, hallo mein Lieber, wie geht es dir? Dann fahr ich mal wieder zurück, Freunde. Arno, lass mich durch. Oh, wer hat mich gedreht? Weiß ich nicht, Rumpel bestimmt. Ey, der Rumpel befummelt meinen Robo. Ja, natürlich, erst geht da vorne ein Sack und dann hinten nochmal ein Stäbchen. Der Rumpel befummelt meinen Sheldon. Ich will hier wieder durch, aber ich kann nicht wegen dem Kabel. Ja genau, lass mich hier durch. Natürlich ist Montagsmaler auf der Wii vielleicht ein bisschen unnötig, aber vom Papier ab können wir es ja nicht übertragen, 1:1 auf dem Bildschirm. Ne? Finde ich eigentlich gar nicht unnötig. Finde ich auch nicht, vor allem die Punkteverteilung mit dem Klick finde ich schon ganz gut. Ja, hat auch Spaß gemacht. Wenn man da noch mal ein bisschen reinkommt so und was ein paar Mal öfter das spielt, ist es bestimmt richtig geil. Hier unser schöner Freund Markus, der da wie ein Steward steht. Ja. Immer noch, steht er immer noch mit dem Handtuch da, der Arme. Manchmal ist das sehr verzögert, da muss man erst mal gucken, wie läuft das denn jetzt, aber doch, ich krieg's hin. Guck mal, da sind wir wieder. Ach super. Bin ich mal gespannt, was der Rumpel... Muss mich ja wieder anziehen, verdammt. Okay, was der Rumpel uns hier... Muss ganz kurz mal holen gehen, was der Rumpel uns da drinnen hat. Ich kann ja nicht bis hier ganz vorne fahren. Gronk, kannst du einmal holen gehen? Manuel, kannst du einmal holen gehen? Da muss ich jetzt aufstehen. Boah, mir fällt hier hinten alles, ach, dass der... Oh, nee, auf den Sack setze ich dir lieber nicht. Nee, Vorsicht, ich muss hier runter. Konzentrieren wegen dem Robo, wegen unserem Sheldon. Wir sind ja auch so zugebaut, hier sind 3 Milliarden Kabel. Yeah! Guck mal, ich drehe den nochmal um gerade. Meine Hose nicht rutscht, weil ich kann nicht einmal Hallo sagen. Hallo, hallo. So, na, wie geht's euch? Was hat uns denn der Rumpel feines kredenzt? Ich guck mir das auch mal an hier, aus der Nähe. Das war ja zum Glück gar nicht abgesprochen. So, guck mal ganz kurz in den Sack hinein. Und ganz überraschend, was kann es wohl sein? Was würdet ihr vermuten, was es wohl ist? Eine Fliegenklatsche. Ja, es ist ähnlich. Hier Die guten alten Hippie-Sonnenbrillen. Mensch, das ist ja eine Überraschung. Da bin ich ja begeistert. Genial. Die Orange klaue ich mir einfach mal. Die wirst du bestimmt haben wollen. Boah, die coole Aviator. Ne? Dann gebe ich ja die im Alter. Yay, meine Haare hängen einmal wie so eine Gardine gerade. Yeah, Alter. John Lennon. So, wo packe ich das hier dran? Hier, ne? So. Mein Iski nicht so hippie. Ach ja. Nee, dann ist er cool natürlich. Faszinierend. Ich setz mal ein bisschen auf die Nasenspitze. Ich sehe aus wie der von 70s Show, finde ich. Ja, übelst, Alter. So. Ich sehe überhaupt nichts mehr, weil ich die Brille nicht habe. Richtig nice. Nicht. Das ist eher so. Ja. Ja, lass uns mal drüber reden, ja. Legalize. Wir wollen einen kleinen Diskurs führen heute über den Frieden, ja.
Da kann man auch mal so sehen, dass Schusswaffen erlaubt sind, aber so eine kleine Tüte ist verboten, das sehe ich nicht, weißt du? Das passt so zu mir, das ist so geil aus. So, ich pack die lieber runter. Schön, Alter. Hey, lass uns Freunde sein. Hey, Frieden, Bruder. Heute einen Tag lang einfach mal im Bettchen bleiben. Alles friedlich. Mal keinen Stress anzetteln, auch nicht mit Freunden oder so. Keinen Streit starten. Hey, wir sind ja locker drauf. Wir können ja auch einfach mal Freunde sein. Das geht ja auch mal. Man kann sich auch mal die Hand reichen. Frieden, Bruder. Ja? Wenn man auffällt, muss man nicht nachtreten. Man kann ja auch mal die Hand reichen. Oder was anderes, ne? Verstehst du, was ich meine? Das Gras ist da grüner, wo man drauf liegen kann. Oder fliegen kann, je nachdem. Na, guck mal, Rumpel auch gerade mit der Bon im Studio wieder bei der Regie am Durchziehen. Ich finde, wir sind ein großes pädagogisches Vorbild heute. Ja, das ist auf jeden Fall easy going, Mann. Habt ihr auch schon mal irgendwie Pilze? War ich schon mal eine Pilze, ja? Wir haben was vorbereitet heute, ne? Einen kleinen Exkurs sozusagen. Haben wir die Tabletten auch im Roboter? Nee, ich hab da ein bisschen Dope versteckt. Das ist gut. Vom Rumpel, der hat noch was schnell montiert. Können der Roboter fliegen? Markus extra noch nach Holland gefahren. Ja, dann hebt er hier gleich ab, der Bumsbomber. Ja, ich zeig dir mal, wie der Robo abheben kann. Der hat auch was bekommen hier, Shane. Oh, Alter. Oh, fuck, so, mein In-Ear geht immer raus, verdammt. Wir spielen jetzt Luxuria Superbia. Luxuria? Ja. Bin ich mal sehr gespannt. Habe ich noch nie gezockt, du? Ne, überhaupt nicht. Ja, ich bin überhaupt nicht so mit. Wie man das eigentlich über meinem Laptop oder so? Cyberspace, das ist alles fremd für mich. Ihr müsst jetzt zu mir kommen. Du musst mal deinen Laptop wegwerfen. Ihr müsst jetzt mit euren Gammepads. Ey, ihr müsst mit mir kommunizieren, sonst verstehe ich das. Die Vibes hier sind so crazy. Ey, das ist alles ganz verrückt hier. Mit eurer Medienscheinwelt hier. Jetzt sind wir mal lockere Vibration. Hier liegt eine leere Tüte Kartoffelchippers. Eine kleine Stoffhase. Stück dich mal lieber mit. Hey, kleine Stoffhase. Sei froh, dass du nicht im Leben bist, denn das Leben ist kompliziert genug, verstehst du? Da fällst du in so eine Nummer von hier, wie heißt er noch? Hier, Udo Lindenberg. Das Leben ist kompliziert. Kleines Alkoholmädchen, komm aufs Bett. Kleines Alkoholmädchen, komm aufs Bett. Was? So, ey, Manuel, komm. Wir wollen eine Kommune machen heute. Klar. So, hier ist so ein Dings. Geht das denn? Okay, ich soll mal den Robo-Sound sehen. Soll ich das warte, wir müssen noch ne. Wir haben kein Viererbett hier einfach. Ich muss dir leider noch die Pelle rücken. Ist einfach zu eng hier. Guck mal, ihr müsst, dass ihr alle sehen könnt. Müsst euch einstecken mit euren Pads, ne? Habt ihr die hoffentlich mitgebracht? Nein. Ach ja. Die Jungs, weißt du. Ich weiß nicht mal, wo mein Pad ist. Das ist ein bisschen Scheiß rum. Wo ist denn mein Pad? Ich habe leider immer noch nicht verstanden. An deinem Laptop wahrscheinlich. Du hast ja gerade aber mit Gracer gespielt. Hä? Uhu! Toll! Toll, da liegst du einfach drauf. Uhuhu. So. Ich hab das noch nie gespielt, ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ich hab keinen Plan. Oh, installieren von Gerätetreiber-Software. Könnt ihr das denn sehen, wenn ich das auf meine Füße lege? So? Könnt ihr dann kannst du mich mal irgendwo einstöpseln? Ey, kannst du mich einstöpseln, Mann? Hä? Warte mal, das ist. Ist da noch ein USB? Ihr müsst eigentlich alle auf A drücken, dann müsstet ihr reinkommen in das Spiel. Also man sieht jetzt schon mal ein bisschen und was zur Hölle. Was passiert hier? Ja. So. Warte mal. Na, da bin ich mal gespannt. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ey, was ist denn das, der Geburtskanalsimulator? Ja, ich muss nochmal neu starten gerade. Achso, okay. Wir müssen gleich uns, glaube ich, da direkt am Anfang einloggen. Warte, geh mal bitte auf, nicht auf Windows, sondern auf Fullscreen. Was redet der Mann da? Wo ist er überhaupt? Ich sehe hier gar keinen. Ich weiß auch nicht, wo der chillt. Das ist super strange hier alles. Das ist mir einfach ein Rätsel, Mann. Komm, wir fahren nachher wieder zurück auf den Bauernhof. Zu diesem Spiel, das ist ja, hängt ja mit Tale of Tales zusammen und das hat ein Liebespaar entwickelt, nur so viel. Oh. Das ist gut. Das finde ich crazy, Mann. Oh. Ich gehe bestimmt ein paar Leuten noch. Ich muss alle A drücken jetzt. Aber das ist mir egal. Weil ich muss das klappen, tut aber nicht. So. Nein. Ich habe auf A gedrückt. Ich habe Start. Ich habe auch. Ich habe alles gedrückt. You are controlling, was? Your touch will color the flower? Bitte was? Ja, ich weiß auch nicht. Deine Berührung wird immer diese Drogenspiele. Ach, guck mal, hier sind wir alle jetzt, oder was? Ich weiß nicht. Ich glaube. Doch, das sind wir alle. Wir können hier diese... Nur drei. Was hat der Rumpel da ausgemacht? Rumpel?
Moment, so wie. Wir müssen mal über deinen LSD-Konsum reden, yes, ne? Yes. How to play, was? Nee, da musst du zurück. Ja, das wäre mal ganz gut gewesen, wenn ihr das mal lest, dann wisst ihr auch, was ihr machen müsst. Ja, du weißt doch selber nicht, was wir machen müssen. Du hast vorhin gesagt, ich spiel das ja auch nicht. Du hast vorhin gesagt, ja, da fliegt man so rum. Ja, genau. Genau. Take it all. The winner takes it all. Ich glaube, ich bin da nicht. Was zur Hölle? Spielen wir da gerade mit oder spielt der Gronkh alleine? Ist das Unfinished Swan oder? Ja, es endet ihm sehr. Ich bin begeistert von diesem Gameplay. Was ist das? It's a game of touch and pleasure. Ja, it's a game of... ich spiele mit dir auch gleich mal ein Game of Touch und Pleasure, mein Freund. Das machen wir doch jeden Abend. Ja, natürlich. Gleich kommt Spanky der Clown. Oh Mann, so. Oh Mann. Ach so, okay. Ich kann jetzt drücken und dann... Aber seid ihr nein, mit dabei? Nicht so fest, nee. Drücken, nee. Nee, ich drücke ganz zärtlich. Jetzt wiederholst du das, glaube ich. If the color becomes too intense, the flower will finish. Touch to continue. Play with both some sticks. Ach so, mit beiden. Hä? Nee, ich bin da echt nicht... Ich bin zwei von diesen Dingern. Das ist ganz schön verwirrend. Warte mal, komm, beweg dich gerade mal nicht. Ich probiere mal, ob ich auch dabei bin. Doch, ich bin auch dabei. Oder? Was soll man machen? Hä? Was zur Hölle? Ihr müsst das ein bisschen erotischer verstehen. Willst du mich verarschen? Nee. Werden wir dadurch im Darm fliegen oder was? Nicht alles, was rot und rund ist, ist ein Darm, du Arsch. Oh Mann, was ist denn? Was ist denn du? Was soll das? Professor Dr. Rumpel, Rektalgynäkologe. So. Oh Mann, Alter. Sometimes in what you want. But most often be gentle and slow. Wir sollen also möglichst nichts verfärben hier, oder okay, was? Okay, dann mache ich gar nichts. Bleib ich einfach in der Mitte. Aber. Nee. Nein, sei zärtlich. Okay. Hä? Touch me. Touch me. For the very first time. Like a virgin. Let's do mine. Oh. Alter, ich raff das überhaupt nicht. Take it all, take it all. And the winner. Ich hab noch nicht genug Drogen genommen, um das zu verstehen. Ey, echt, wir müssen, glaube ich, da erstmal wieder einen durchziehen. Rumpel war ja in Holland. Ich habe kleine Smileys dabei. Alter, mit den halluzinogenen Pilzen, die sind ja nicht so gut gekommen. That was fast. Das ist nicht so ja, gut, das oder? Das ist toll. Can we try that again? Nein. Ich brauche 5 Minuten. Nein. Vor allem, ey, Rumpel, schäm dich, dass du sowas auf meinem Laptop hinterlässt. Kiss me gently. Warum? Also ich entwickle da keine Gefühle touch für Liebe. Me. Touch me, touch me. I wanna feel your body. Oh Gott. Oh, da wächst aber ganz schön was zusammen jetzt hier. Der Balken, immer wird der Balken größer. Das kann schlecht sein, das kann gut sein. Ach, Kinder, ey, was soll das denn hier? Was hat der Rumpel uns wieder aufgetischt? Ich drücke mal. Ja, einfach mal drücken, ne? Was anderes macht man sowieso nicht, glaube ich. Rumpel, erzähl doch mal, wie geht das richtig? Du bist doch hier heute. Das ist ein Exploration-Game. Ihr müsstet, eigentlich ist das Spiel herauszufinden, wie man hier am besten weiterkommt, was man berührt und was nicht. Es geht eben genauso wie vielleicht bei anderen Aktivitäten darum, nicht zu viel zu machen und auch nicht zu wenig, sondern genau das Richtige eben. Ja, aber ich fasse doch niemanden ins Auge. Und ganz ehrlich, deine Fahne halte ich dir auch nicht hoch, mein Lieber. Sowas wie eine Metapher oder sowas noch nie gehört, oder? Ich glaube, das Auge steht für gucken, oder? Für sich gegenseitig angucken vielleicht? Na, vielleicht für... Nee, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Nein, lass... Touch me! Lass den Finger von mir. Gently! Touch me! I wanna feel your body! Das war jetzt aber viel zu schnell. Wie schnell sind wir jetzt durchgerauscht? It's alright, these things happen. Weißt du, verkackt das erste Date wieder, also weißt ich find's eigentlich gerade lustig, dass ihr ständig einen Korb kriegt, weil ihr zu früh gekommen seid. Ja, aber Rumpel, dazu muss man auch mal sagen, ach, wir haben heilige jetzt, Banane. Wir haben jetzt gerade zum 5. Mal hintereinander, möchte ich also mal sagen. Also wir sind nicht, ne? Nicht in dem Darmtrakt, den du so gut kennst, sondern in dem Vaginaltrakt, oder was? Ist das wirklich so? Alter, jetzt würde ich dir fast eine Fanfare spielen. Also ganz ehrlich, wir sind vielleicht wie ein Presslufthammer, aber wir machen Überstunden. Warum sind Augen in einer Vagina? Also so schlimm, das erklärt sich mir nicht. Und wer hat da eine Fahne hingehängt? Ich weiß auch. Vielleicht hat die einfach noch eine Fahne. Vielleicht ist das der Rachen.
Meinst du? Hast du Augen gegessen vom Fisch oder so? Fischaugen? Ich wusste, Alter. Ich wusste einfach, dass ihr die zwei richtigen Personen für dieses Spiel seid. Ich versuche schon sanft durch den Kanal zu gleiten, frage mich aber, wirst du auch immer mal am Hals wieder rauskommen? Vielleicht sind wir Vielleicht sind wir ein Spermium, was jemand befruchten will. Ja, aber was? Aber dann sagt ihr doch nicht Touch Me mit dem Spermium hier so oder was? Ja, aber ganz ehrlich, wie lang soll denn der Gang sein? Ja, ich frage mich auch, wo da hin, da muss doch die Milz gleich vorbeifliegen. Wir sind schon am Herzen, mein Lieber. Make me blush. Da sind da solche kleinen Herzchen. Seht ihr das? Herzchen. Was? Ah, oh, ja, Herzen. Hol dir die. Liebe ist immer gut. Friede und Liebe und Pipapo. Genau. Ich hab den Rest hier nicht. Oh, der ganze Scheiß. Ja! Alter, geil, wir haben eine CD gefunden. Nein. Mann, hier eine CD. Was ist denn da alles drin? Also wenn es der vom Rumpel ist, musst du aufpassen, dass nicht gleich wieder Ecstasy-Pillen trifft. Vorsicht. Wir dürfen es nicht zu sehr einfärben. Oh, mein Gott, das geht ja voll. Wenn es zu rot wird, blutet es. Ach so. So, jetzt Alter, jetzt geht's los. Disco. Ihr müsst jetzt schnell stöhnen, damit das realistisch rüberkommt. Yes. Jawohl. Torti. Yes. Oder was? That felt great. Ja, war ja auch das sechste Mal, Mädchen. Thank you. Ja, keine Ursache. Ich komm später wieder. Ach, schön. Kiss me. Ja, Alter, was denn noch alles? Please go shopping with me. Wie der Rumpel sich die ganze Zeit wegklatscht. Man hört den die ganze Zeit über das Mikro lachen. Ich muss nur lachen. So. Touch me, Alter, die ist nimmer satt. Das kann man zwei Tage lang spielen, die kriegt nicht genug. Komm, wir machen jetzt einen Song aus den Sätzen. Touch me. Nee, noch einmal, touch me. Touch me. Touch me. Alter, jetzt komm mal klar, Oma. Ich will was lesen, lass mich in Ruhe. Vielleicht sollten wir einfach Mark auf so Ninja zocken. So, touch me. Ich lenke schnell ab davon. Touch me. Was ist denn das für ein herrischer Ton? Das ist ein, oh, guck mal, ich habe einfach Start gedrückt. Jetzt steigt es aber ganz schön an. Was war das denn gerade für ein Konfetti? Ich würde ja fast gerne mal den Zylinder... Oh, warte mal, Rumpel. Ich weiß, wir müssen weiterspielen, aber jetzt ist hier jetzt Liebe gerade. Jetzt ist es gut, ne? Ja, jetzt will ich wissen, was kommt. Boah, das Spiel ist das Beste, was es hier auf dem Markt gegeben hat. Ich glaube, wir kommen Level weiter. Hey. Und ich will nicht wissen, was das heißt. Das sieht jetzt nämlich schon dubios aus, das Sternchen da vorne. Tap me. An was erinnert dich das? Das möchte ich so nicht sagen. Das Spiel ist eigentlich für das iPad rausgekommen und dann spielt das eigentlich, indem man mit Fingern tatsächlich auf diesen Sachen herum. Herzen, ja, haben die Herzen. Das macht Sinn vielleicht. Guck mal, wie die. Was sind das da für? Oder? Hat die Delfine im Arsch oder was? Die Augen lieber nicht, nur Herzen. Augen sind scheinbar schlecht, warum auch immer. Ja, ans Auge krapschen ist ja nicht so geil. Ja, aber warum hat der da in diesem Gang ein Auge liegen? Das möchte ich gar nicht wissen. Also ich kann da nichts sehen. Vielleicht war Mr. Sklave? Oh, guck mal, wie Take all of me. Nein. Ja, gib her. So, haben wir sie jetzt befriedigt eigentlich? Ein bisschen zu schnell, oder? Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Ups, ja. I did it again. I came too fast. What happened? So, can we try again? Ne. Ach, komm, wir hören jetzt schon hier von der Regie, Alter, wir sind nicht mehr in der Mal Zeit. Ich erstmal eine Fanta. Also nächstes Mal Larry Leffer. Ja? So. Ja, ich würde sagen, wir Mark und Ninja, da müssen wir dich jetzt bei dir ankoppeln. Obwohl, das spielt der Gronkh das alleine rum? Sag doch mal. Nee, ihr spielt es jetzt nachhinein und versucht einfach mal bei Mark of the Ninja ohne Gewaltakte durchzukommen. Genau, das ist nämlich das Ziel. Okay, nacheinander. Das heißt, ich muss mich hier wieder abkoppeln. Ja, aber ich glaube, du spielst das eh nicht mit... Gamepad, oder? Ich glaube schon. Ja? Also wäre zumindest praktischer. Okay, kannst du nicht noch was abstöpseln aus, genau. Und dann da wieder reinstöpseln? Ja, das wäre ja, ganz liebevoll. Ich stöpsel es dir rein. Ja, aber da, wenn wir gerade beim so. Thema sind, ja. Stöpsel ich dir noch schön hier mal. Oh, wirst du? Ups. I did it again. Touch me. So. Touch me. Wo bin ich denn hier? I wanna hear your body. Wieso bin ich denn jetzt? Warum bist du da im Gronkhs Gaming-Grüppchen? Das weiß ich auch. Ach, Steam. Ich bin ja in der Oberfläche. Bei YouTube Germany? Ja, in der Gruppe bin ich da drin. So, wie komm ich hier wieder raus? Dass ich wenn man so im Bett liegt, wird man müde, ne? So. Du hast übrigens eine coole echte Brille an, also abgesehen von der John Lennon Brille, die natürlich auch cool ist. Ist die echt cool? Ja, schöne danke Brille. Schön. Du auch. Ne, alter Schwede? Ach, habt ihr euch wieder abgekleidet? Ja, muss ja. Geht vielleicht ohne. Ich glaube nicht, dass ich einen Speicherstand habe, lieber Rumpel, der mir gerade durchs Ohr spricht und ich soll es ja nicht verraten, aber ich wollte darauf antworten.
Ich hoffe, es ist okay. Komm, wenn du einen Schweigerstand hast, dann lade den bitte. Hat er gesagt, ne? Hat er gesagt. Ich würde ja gerne nochmal mit dem Robo rumfahren, aber ich darf nicht mehr. Die haben gesagt, mach das jetzt aus. Oh. Ich wollte die Alte noch 10-mal befriedigen, aber... Die virtuelle. Dafür ist keine Zeit. Wir stehen ja unter Druck. Der Gang, du weißt ja nicht mal, ob es eine Alte war, das ist ja das Problem. Und ja. Die Alte, die Augen drin hat und Fahnen, die will sie, glaube ich, nicht. Die Omi. Du hast kein Bild? Nee, mag aber so Ninja kein Bild. Oh, da muss ich mal ganz kurz in die Optionen reingehen. Ich muss mal ganz kurz die Einstellung ändern. Auflösung. Er muss einfach mal raustappen, einmal kurz. Warte, mach ich mal ganz kurz Vollbildschirm aus. So, mal gucken. Ach, A übernehmen. Und ist jetzt was da? Aus? Super. Gut aus. Dann belassen wir es dabei. Mark of the Ninja. Hast du jetzt immer noch Bild? Ah! Hat er nicht übernommen, der kleine Fuchs. Fröbel. Früchtchen. So, ich sag übernehmen. Und dann sagt er ja, möchte ich annehmen. Und dann gehe ich zurück und dann sagt er, willst du verwerfen? Nein. Nein, ich möchte die annehmen. Ah, ist ja komisch. Okay. Gehst du erstmal auf die Mitwirkenden, ne? Lass uns erstmal die Mitwirkenden. So. Tinte und Träume. Nein, Tinte und Träume. Muss irgendwie mal die Taskleiste ein bisschen verkleinern oder das Ding hochziehen. Alter, die Brille ist viel zu klein. Aber die ist gut, weil die mir die Haare aus dem Gesicht hält. Möchtest du den Film überspringen? Rumpel, wollen wir den Film überspringen? Warte mal ganz kurz. Was denn? Oh. Was machst du? Ich wollte das gerade mal so ein bisschen hochziehen, weil unten die Leiste so weg ist, weißt du? Alter, von hier mit dem... Ja, sei zärtlich, du weißt, ja. So, das machst, gut, du sehr, machst du sehr gut. So, ich möchte... Da noch vielleicht, oder... Also ist perfekt. So, hast du so schön gemacht. Ja, einfach. Manchmal kann ich sogar was. Du bist, also wenn du was verkannst, dann ist es Leisten. Ich bin nicht immer so doof, wie die Leute immer sagen. Mit Leisten kennst du dich ja aus. Du darfst jetzt nicht kämpfen, ne? Ist dir klar. Ach ja, ach verdammt. Muss jetzt durch die Level, ohne anzugreifen. Springen darfst du natürlich, aber nicht X drücken. Oh, ich hab das nur einmal irgendwann ganz kurz gespielt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, heute ist ja Peace-Action hier. Frieden, alles liegen bleiben für den Frieden. Was mal Minecraft? Mein Minecraft ist mal. Warte, drin. Ich tausche mal ganz kurz. Ja. Ach so, ich dachte, die schöne Musik kommt von dem Spiel. Und jetzt? Ja, es ist okay, alles okay, alles okay. So. Zeig ihnen, dass du es kannst. Momentan stehst du im Dunkeln. Auf den Frieden. Wie komme ich denn jetzt hier durch die Dinger nochmal durch? Weiter geradeaus. Im Hellen bist du sichtbar, okay. Wie läuft man denn? Wait, where's your sword? Stick to the darkness until you find one. Watch out, they're coming this way. Oh oh. Okay, die Challenge ist heute, wir müssen quasi hier komplett durchkommen ohne Gewalt. Du kannst nicht ohne deine Waffen töten. Ich will gar nicht töten. Ich will mich einfach nur im Oleander verstecken. Okay, keep moving. Guck mal, der Julie bei Twitter rein. Ne, guck mal bei Twitter, was da so abgeht. Wenn der hier die Ninja raushängen lässt. Ach, guck mal, hier sehr schön so von Gregor, wie er sich einen durchzieht. Was? Ja, der alte. Oh, ah, das ist ja richtig, kommt ja hier die Kommentare wieder reingeflattert. Ach, guck mal, wie süß. Oh. Und Elisa hat die mir das Schönes gebastelt, das ist ja süß. Was ist das denn? Hold up, run, and they'll be able to hear. Yeah. Did you see those banners? Kann gar nicht so schnell draufklicken, nee. Ne? So. Krass. Warum? Hm? Warte mal, das muss ich aber jetzt... Was seht ihr denn schon auf Twitter gerade? Okay. Das ist schon lustig. Kletterhaken. Hier sind so ein paar Hunde, die uns aufs Gesicht gezeichnet wurden. Ja, das ist der Hippie, der 70er Jahre Mann. Das raschelt ja immer so. This place is giving me the creeps. Nein. Feels like we're being watched. Nein. Na komm. Ja, erzähl doch mal, ein bisschen was. Was ja, da ich denke, das darf ich ja nicht, dann schifft der Rumpel mit mir. Nein, immer, wenn ich bei Twitter, doch, hat er mir schon mehrmals ausdrücklich gesagt, dass immer, wenn ich nämlich dann Twitter-Kommentare vorlese, sagt er, nein, jetzt konzentrier dich mal auf das Spiel. Siehst du, hat auch vollkommen recht, sagt er. Und du redest gerade gar nicht, obwohl du spielst. Ja, weil ich dachte, ihr macht jetzt ein bisschen Twitter-Action gerade. Nee. Ich muss den aber nicht. Ich glaube, verboten. Muss ich den umbringen? Will dich wieder vergewaltigen, weil ich böse war, weißt du? Ich kann hinten auch nicht rumlaufen. Ich kann dir das ja nicht antun immer. Oh, das wird übel. Du kannst vielleicht drüber hüpfen und dann abhauen.
Werf mal einen Stein. Kann ich ja nicht. Nee, kannst du auch nicht. Das war ein hey! Target sighted. Oh! Schnell weg! Schön! Oh, das ist der nächste. Jetzt wird's interessant. Entdeckt. Der Timer läuft runter. Du musst nach oben. Ja, der Timer läuft runter, weil ich da nicht mehr entdeckt wurde. Deswegen warte ich gerade. Du bist entdeckt. Ja, und jetzt nicht mehr. Ach so. Ich dachte, das wäre jetzt so, dass die dich noch mehr erwischen, weißt du? In 10 Sekunden. Marco the Ninja. Hey, Target has been identified. Bin ich tot? Die sind voll gewalttätig. Ja, das finde ich voll nicht gut, ey. Das bist du gestorben, oder? Nur äußerlich. Verloren. Meine Seele ist noch da. Hey! Hey, it's good! Alter, der greift ja an. Ich will nicht angreifen. Dann musst du abbrechen, Hut. Nein! Ich kann nicht abbrechen. Ich kann nur X drücken. Ruppel! Du es nicht, ich stecke in einem Hort der Gewalt! Nein. Ich glaube, du bist nicht abbrechen. Keine Gewalt! Ich will nur keine Gewalt anwenden. Ich möchte mit ihm reden und ein Gespräch führen, aber es geht nicht. Ja, ich kann aber nicht B drücken. Das sieht auch chillig aus. Okay, ey, macht mal kollektiv die Augen zu. Das komm, ist kein schöner Anblick. Schnell auf die Anna hier ganz kurz, mach wie ganz die da kurz, mit liegt. Genau, mach mal ganz wenn kurz. Der, wenn der Gronkh was macht, damit der das... Zeig mal die Hold the Might gerade. Guck mal, die Anna, die liegt da ganz gemütlich im Bett mit dem Keks. Zeig mal schnell Twitter. Oh, guck mal, Twitter. Rumpel, guck mal, Twitter. Rumpel, Twitter, Rumpel, Twitter. Nee, Rumpel will das nicht irgendwie. So, jetzt kannst du schnell hier... Ja, warte, bei Twitter gibt es natürlich noch viele, viele weitere Bilder. Ey, heute ist Liegenbleiben-Event, machst du mit? Guck mal, kennt ihr den zum Beispiel hier? Ach, guck mal, den da kennt man auch hier, den Typen. Achso, ist ja viel. Oh, guck mal, den auch hier. Heute ist Liegenbleiben-Event, deswegen lege ich den mal woanders hin. Und was haben wir hier? Ich bring den hier rüber, da ist wärmer. So. Ist doch nett, oder? Boah, cool, wie viele Leute immer noch Fotos posten, wie sie da im Bett chillen gerade heute. Das kennt jemand von euch das Spiel nice. Eigentlich? Nee, ich hab's auch noch nie gezockt. Ich habe schon ein bisschen von gehört, aber noch nie gezockt. Ich höre jetzt aber gerade vom Rumpel, weißt du, damit er nicht wieder mit der Wutperücke rumhantiert. Das wollte ich extra nicht sagen. Ja, weißt du? Warum? Aber du hast natürlich recht. Der Rumpel hat gerade gesagt, wir müssen leider, es tut ihm sehr leid, aber wir müssen einfach in die Werbung. Denn gerade in der Werbung kann man mal friedlich kacken gehen. Das geht sonst nicht, weil man sonst unter Druck steht und dann denkt man, man verpasst was. Aber wenn die Werbung läuft, hast du natürlich alle Zeit der Welt und kannst natürlich mit Ceva Softies einmal... Ja, folgen jetzt die Produktinformationen. Ist bestimmt schön.